Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wenn euer iPhone langsamer wird, Apps abstürzen oder der Speicherplatz knapp wird, kann das Löschen des Cache die Lösung sein. In diesem Video zeigen wir euch einige effektive Methoden, um den Cache eures iPhones zu leeren. Backslash. Los geht's! Methode 1 – Neustart des iPhone erzwingen. Manchmal kann ein erzwungener Neustart Wunder bewirken. Er löscht temporäre Daten und kann freien Speicherplatz schaffen. Je nach iPhone-Modell unterscheidet sich die Methode des erzwungenen Neustarts. Hier zeige ich den Weg des erzwungenen Neustarts im Detail für die Modelle iPhone 8 oder später. Drücke die Lautstärke-Taste lauter und leiser, lass sie schnell wieder los. Drücke die Seitentaste und halte sie gedrückt. Lass die Seitentaste los, wenn das Apple-Logo erscheint. Systemdaten-Caches können der Hauptgrund für unzureichenden Speicherplatz sein. Als nächstes zeige ich euch, wie ihr die verschiedenen Caches auf eurem iPhone löschen könnt. Methode 2 – Apps auslagern. Öffne Einstellungen. Allgemein. iPhone-Speicher. Dann Apps auslagern aktivieren. Automatisch unbenutzte Apps auslagern, wenn nur wenig freier Speicherplatz verfügbar ist. Methode 3 – App-Caches löschen. Natürlich muss eine App nicht immer vollständig gelöscht werden. Suche die App, die du entfernen möchtest. Damit kannst du die App-Daten behalten und gleichzeitig Speicherplatz freigeben, indem du App-Dateien entfernst. Dies ist ideal für Apps, die du nur gelegentlich verwendest. Viele Apps bieten integrierte Löschoptionen wie Snapchat. Du kannst die Option Caches löschen auch in den Einstellungen finden. Methode 4. Safari Cache löschen. Safari speichert eine Menge Daten aus dem Cache auf dem iPhone. Gehe zu den Einstellungen. Scrolle nach unten und finde Safari. Lösche den Verlauf und die Website-Daten. Methode 5. Leere zuletzt gelöschte Alben. Gelöschte Fotos bleiben noch 30 Tage lang im Album zuletzt gelöscht und nehmen dort Platz weg. Es wäre also ratsam, sie manuell zu löschen, anstatt das Album alle 30 Tage automatisch zu leeren. Methode 6. iPhone Cache löschen mit Reboot. Wenn das iPhone nach dem Ausprobieren dieser Methoden immer noch langsam ist, liegt vielleicht ein tieferes Systemproblem vor. Deshalb empfehle ich dir, Reboot zu verwenden. Es scannt und repariert das iOS-System, löscht den versteckten Cache und behebt Performance-Probleme. Nach dem Herunterladen schließt du dein iPhone an den PC oder Mac an. Wähle dann die grüne Taste Reparatur starten. Du wirst eine Firmware herunterladen. Klicke sie an. Wähle Standardreparatur. So können wir die Daten erhalten. Der gesamte Vorgang dauert etwa 10 Minuten. Sobald es fertig ist, kannst du fortfahren und prüfen. Methode 7. iPhone zurücksetzen und wiederherstellen. Das Werkseinstellungen zurücksetzen kann der beste Cache-Reiniger sein. Bitte denk daran, deine Daten vor dem Zurücksetzen zu sichern. Nach dem Zurücksetzen kannst du alle deine Daten aus dem Backup wiederherstellen. Dann ist der Cache weg, was sich etwas kompliziert anhört. Daher halte ich Reboot für die bessere Option. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und besonders über ein Abo.